So, Tabak Second. Hi, Gagin. Hi, hi. Ich sitze in der Gast, zu Gast in der Trattoria Tabak Second. Was gibt's heute, weißt du's? Pullebrust. Ja, das ist nicht ganz richtig. Pullebrust, nein, es ist so ähnlich. Wir machen heute ein Gardamer Festival und zwar mit Pullefleisch. Von dem her, Pullebrust ist nicht ganz falsch. Und jetzt bewegen wir uns mal in die Küche zu unserem Küchenchef Ralf. Salut Ralf! Hi! Wie geht's? Ja, freut mich, Tattoo mal in der Abend. Ja, ich bin ab und zu in der Tattoo zu Gast. Ich bin aber meistens nur der Gastgeber. Der Gastgeber weist die Leute an, einer von ihnen hat viele Plätze. Und heute sind wir da, also das ist jetzt Platz 1, Tisch 1. Der Herr Gregor hat schon Platz genommen, er macht noch ein bisschen Business. Ja. Ist aber sehr hungrig, weil er heute den ganzen Tag unterwegs war, gell? Oh ja. Also. So, jetzt gehen wir schauen. Ein Amt zum anderen. Ja, genau. Also, ja. Es gibt heute, also Cordon Bleu Festival heißt, wir haben verschiedene Cordon Bleu, oder? Ja. Da heißt du jetzt, also, wie heißt das jetzt zum Beispiel? Cordon Bleu sind alle aus dem Pullebristel. Jawohl. Aber sind alle verschiedene Gefühle. Genau. Wir machen mit Demetaler, wir machen mit Gorgonzola. Jawohl. In allen hat es aber Rohschinken. Ja. Und ein bisschen Peperoncini. Ah, das ist sehr gut. Das ist jetzt gerade eins mit Gorgonzola. Ah, ganz schön. Siehst du jetzt gerade, wie ja, das machen. Du natürlich selber machen, oder? Wir kaufen sie nicht fertig. Nein, sondern fertig in den oder was. Wir tun sie wirklich zusammenbasteln, oder? Du jetzt, siehst du, ich habe da schon ein paar vorbereitet. Ja, das ist genau. Du kannst gerade zuschauen. Jawohl, du noch zuschauen. Ich erzähle gerade noch schnell ein bisschen etwas. Und zwar machen wir auch noch etwas, was die Deutschen sehr gerne haben. Und ich bin ja ursprünglich Deutsche, wie die meisten wissen. Also jetzt Doppelbürger, kommen uns vorbei singen. Und die Deutschen haben gerne Hawaii. Also zum Beispiel Pizza Hawaii. Pizza Hawaii und vor allem, also so nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man dort nicht so viel Geld gehabt. Und dann hat man probiert, so ein bisschen so tropische Atmosphäre zu machen. Ja, hat man zum Beispiel den Toast Hawaii hat man erfunden, oder? Toast Hawaii, jetzt hat es gelitten, ich muss schnell schauen. Unser spanischer Gast ist wahrscheinlich da. Oder nicht? Noch nicht. Ja, wird dann kommen. Ja, genau. Und da machen wir auch noch, gell? Mit ein bisschen Ananas. Das haben sie gesagt, das machst du jetzt gerade. Das haben dann die. Das mache ich jetzt gerade, weil du gerade das gesagt hast. Das gibt es in jedem italienischen Restaurant in der Schweiz und in Deutschland. Und die Italiener denken, langen sich an den Kopf. Aber es ist halt einfach auch nicht schlecht, weil es so ein bisschen fruchtige Würze gibt. So, jetzt haben wir nochmal einen Gast. Das ist, glaube ich, der letzte Gast für heute. Wer ist da? Hallo, Daniel. Wie geht's? Alles gut. Alles gut. Was gibt es heute? Etwas mit Fleisch. Ja, das ist. Ja, du weißt es schon. Also. Cordon Bleu. Cordon Bleu Festival aber, mit verschiedenen Cordon Bleu. Gell? Genau. Für mich. Ja, für dich auch. Es gibt verschiedene, mit Ananas, mit Gorgonzola, regulär, Picante, das ganze Programm. So, nachher kommt noch Tom Schneider und glaube auch noch, und dann sind wir zu fünften. Das ist gerade so, wie wir es zusammen machen. Wir haben genug. 2, 4, 6. Ja. Ach, wir haben neue Titel zu füllen. Und Ding, Panade machen wir natürlich auch selber. Also, besser gesagt, der Ralf. Ja, ist schon gerichtet. Alles schon gerichtet. Also, er ist professioneller Koch. Er hat schon überall geschafft, im Kronenhof, wo überall, beim Gidi da, beim Gerberstube. Ja. Schiff ist schon gesehen. Kronenhof. Nein, ja, Schloss Laufen. Beim Ding natürlich, im Southwest, beim Suendran. Souven. Ja, also überall, da kann man nicht viel falsch machen. Der René Laville hat bei ihm die Lehre gemacht, Irene auch, gell? Ja. Und wer sonst noch, kennen wir noch weitere bekannte Köche, die bei dir gewesen sind? Oh, die sind noch alle im Aussendienst. Ja, die schafft bei Coca-Cola oder bei Knorr. Aber ja, und sehr lustig, er ist auch noch eineinhalb Tage schon in der Fischerzunft gewesen, beim André Jäger. Jetzt sind sie alle für ganz wenig Geld haben sie da geschafft, damit man das im Lebenslauf gehabt und gewisse Eltern haben dafür zahlt, Geld, dass die dürfen dort arbeiten. Ja. Und ich hätte dann, glaube ich, Himbeere füllen lassen. Eineinhalb Tage lang Himbeere füllen lassen mit was? Patissier. Mit so Soße, also mit so Creme. Das ist eine Vanillecreme, oder? Für reich und schön. Ja, und dann hat der Ralf gefunden. Eineinhalb Tage hat die Scheiße. Eineinhalb Tage hat er das gemacht und dann hat er gefunden. Ich kann mir jetzt am Arsch lecken, wegen dem hat er sicher nicht kochen. Ja. Also, jetzt hat er es ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich kann es nachvollziehen. Und nachher ist er halt in ein anderes Restaurant gekochen gegangen, oder? Und er ist schon nie ein Aufwärmkoch gewesen, wie es heute halt leider oft so ist. Heute kommt man alles pfannenfertig über, mit wenig Aufwand und so. Ein bisschen anders ist es zum Beispiel der Bäckerburg, dort wird wirklich frisch gekocht und bei uns im Tabacco Second natürlich auch. Zumindest wenn der Ralf da ist. So, dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. Bis dann. Oh, das sieht ein Fein aus, unglaublich. Ralf, wie wird's immer?
machst du da so, gell? Und dann tust du vorbereiten und dann im Ofen und dann das auch die Beilage, also die legendäre Pomme de terre, die haben wir da. Da gibt es Potato Cuts im Prinzip. Potatoes à la Ralph. Da wollen wir noch die andere Gewürze machen, wenn sie gestern so feiern. Thymian, Knoblauch. Jawohl. Schön rassig, oder? Ja. Ja. Zwiebeln. Ja. Und Dann kommt noch ein bisschen Tomate drin. Ja. Soll ich da gerade noch mal fliegen, oder ist das echt zu lang? Ja, das ist gut. So, nicht anders, so nach Figelmeier hart, aber dann wär's praktisch, nach Figelmeier wär's praktisch vollkommen mit. Aber wir werden ja auch dann sehen wir nachher die schlanke Linie, oder? Das ist sehr gut. Ah, da und noch mal filmen, dann krieg ich ihn. So. Mal schauen, was der Eliel macht, da gibt's noch Dessert, falls er braucht. Eliel! Das musst du mal in die Pfanne schauen, komm mal, das musst du sehen. Lass uns dir zeigen. Da mal. Oh, Achtung, wir haben die zweite, die Second Cam noch hier. Jetzt musst du dir das mal anschauen, wie das aussieht. Oder so muss man das machen, so muss es aussehen. Also da kann man nicht viel sagen, oder? Ja. Eliel hat seinen Teil auch gemacht, er hat kurz die Pfanne bewegt, oder? Das ist gut, das ist sehr professionell. So, und dann wird dann gleich angerichtet, gell? Alles klar, bis gleich. Na, ah, willst du auch machen? Jetzt hast du da die ersten drei fertig, oder? Die ersten drei. Und dann hast du noch die Farbbunden, dann hast du nochmal drei. Nochmal drei, ja. Und dann können wir die in den Ofen hier. In den Ofen? Überall noch Butterstückchen drauf. Jawohl. Nachher? Feine Butterküche. Wie wir es vorhin für Pizza gemacht haben, oder? Die viel Kalorien gebraucht haben. Der Gildo Gidi, das ist der beste Koch, den ich kenne. Der Gildo Gidi, ja. Das war in der Gerberstube. Jawohl. 1979. Jawohl. Das ist ja der Bruder vom, von Peter Gidi. Der Peter ist der Kleinbruder. Und sehr interessant ist auch, der Gildo. Ja. Butter ist ein Gewürz. Butter ist ein Gewürz, das ist ganz wichtig. Und der Gildo hat auch eine Tochter und dann hat er gleich, wie nenne ich die? Hat er tun Gilda. Gilda und Renate ist Frau gewesen, gell? Gilda, Nerina. Nerina auch noch. Nerina heißt aber auch Schwester vom Gildo. Ah, das ist aber sehr innovativ. Und er hat den Namen. Ich habe noch zusätzlich keine Rina, wie sie die Schwester. Rina ist ganz lieb. Und ich habe auch lange Vergangenheit mit der Gerberstube, wir sind einmal dort gegessen. Und sehr schön ist auch gesehen, dass es einen deutschen Kellner gehabt, der heisst Ottmar Matthias Mittmannsgruber. Ja. Die Frau von ihm hat im Kranz in Gottmadin geschafft. Und dann hat er gefunden, oder ihm hat man gesagt, Ottmar, das läuft nicht in der Schweiz. Also Ottmar, man kann es nicht Ottmar nennen, hat er gefunden, er ist halt der Matthias eigentlich, aber der Matthias, ja, ja. Matthias gewesen. Und er ist dann eigentlich der beste Kellner so gewesen. Und dann hat's, und man hat früher in der Gerberstube dürfen rauchen. Jawohl, da war ja nicht. Wenn da eine Frau die Zigarette Führer genommen hat, ist egal, ob der Matthias am Tisch 40 war oder in der Buddha ist. Oder am Tisch 07? Er ist dort gestanden und hat eine Frau Führer gegeben. Selbstverständlich. Und er hat auch sehr schön ein Wägeli gehabt, mit dem sie rumgefahren sind, zum Beispiel zum Salat machen. Und die hat er viele Gaza. Ja, genau, viele Gaza. Spaghetti à la Chef. Und er hat die immer angehoben, damit es keinen Lärm gibt. Damit es keinen Lärm gibt, hat er die angehoben. Die hat Röderli gehabt, aber er hat die angehoben. Wirklich? Ja, wer haben wir erwartet? Alle Tom Schneider, wer kommt denn da? Ja. Nicht dort ist. Der blaue Knopf bitte, der besoffene Knopf. Ja, ich weiß nicht, ich kann ja gleich anlangen. Ah ja, stimmt. Ja, wieso hast du denn am falschen Ort? Ich habe gedacht, du hast da montiert. Ich habe es eben da. Ah, bei mir also, man kann wählen, ja. In meiner Wohnung ist es eben da. Wo denn? Ah, da, wo du das Fenster ist. Bei mir, ja. Das ist bei dir, der, wo du hast es da wählen. Ah, ja, wie Vincent. Und bei mir ist vom Strom her nicht anders gegangen. Ah, es da gemacht. Oh, schon wieder? Nein. Ja, ist ein Falschstuch. Da musst du. Ich habe schon richtig gedrückt. Wieso geht es nicht auf? Ah ja, gut, das ist ein Problem. Wenn wir etwas merken, oder? Oder vielleicht ist es schon kaputt. Ah ja, also gut, jetzt haben wir die Gerberstube, das Tor ist das Tor, oder? Jetzt gehen wir mal schauen, wer da gelüht hat und dann geht es gerade weiter. Nach dieser Maus. So, ich habe vom Chefkoch Ralf, Chefkoch Ralf, kannst du wieder etwas zwimmen, dann mal schauen. So, Ralf. Was gibt's jetzt? Also, ja, ich will Ananas noch haben. Ja, also ich sag's dir, ich habe gesagt, es gibt für mich einfach ein Cordon Bleu Hawaii oder DJB. Und auf einmal ist losgegangen, alle wollen das. Das ist wie beim Italiener, oder? Das macht man eigentlich nicht, alle wollen es gerne. Also, erzähl mal, was hast du schon so gemacht? Hast du noch Butter drauf da, das Gewürz, wie der Gildo Gidi dir erklärt? Wenn es mal gefüllt sind. Kann man es nicht nochmal an. Umfüllen, oder? Ja, nein, Gott, nein. Du machst es jetzt so. Ja, dann kann ich noch Ananas dazu haben, wie man will. Hast du gewusst, dass man im McDonald's auf Hawaii
kommen zu jedem Menü noch schnell die Ananas über, weil die hat Ananas en masse, oder? Das ist das Exportprodukt Nummer 1 dort. So, jetzt hat er den vorgeheizten Ofen geschoppt, oder? Und jetzt machst du ja noch deine Bratenlöffel à la Chef. Und da, wir haben noch einen weiteren Gast, Tom Schneider. Der hat heute das Büsi dabei, das Hütli, oder weißt du? Nein, es sind Eiswürfel. Ah. Oh, was hast du gemacht? Erzähl mal. Ich bin mit dem VW-Bus ins Schulhaus gefahren. Ah ja, das schaffst du, oder? Das ist ja normal. Aber bist du hier gefahren? Schon? Ja, ich bin Werklehrer. Ja. Ich bin mit dem alten VW-Bus in ein altes Schulhaus gefahren. Ja, das passt ja. Jetzt sind beide neu, oder? Jetzt kann man beide neu machen. Das ist schon gut. Aber zur Entschuldigung von ihm. Er ist Künstler, er kann super malen, mit dem Autofahrer, er hat es noch nie gesagt. Ja, das ist ja gleich. Aber ich habe immer das Gefühl, du hast so ein Hündchen dabei, weißt du, wie der heisst von James Bond, der Blofeld. Blofeld? Ja, sagst du das schon? Nein, es ist kein Hündchen, es sind Eiswürfel. Ah, ja, okay. Ein bisschen Futzerschlecker. Ja, ja. Muschi vom Blofeld. So, wir freuen uns dann rum. Der Businessman ist da und unser Schönling ist auch da. Ja, jetzt geht es dann bald los. Also, was? Ja, jetzt fährst du so. Hast du noch vor, Ralf? Jetzt können wir schauen. Ralf, das heißt, soll doch mal hier los, oder? Das ist egal. Also, das ist hammermäßig. Ja, es wird wunderbar. Jetzt können wir sogar Retro-Schrauben ein bisschen. Ja, Retro-Schrauben ein bisschen. Zeigen wir mal, Ralf. Ja, so, sehr gut. So. Also, mal schauen, was man keinen Fehler macht. So, ziemlich gut. Jetzt ist der Apparat, oder? Haben da schon ein paar hungrige Leute? Dann geht's los. 10 Minuten, sage ich. 10 Minuten haben wir es, ja? Das ist sehr gut, okay. Alles. Wir sind heute noch hier am Tisch lang. Gibt es neue Feigling? Gibt es immer so ein kleines Geschenk? Muss man schauen, Ralf. Also, einmal hat so ein kleines Feigling dabei, eine neue Version und dann ein Shotglas. Für lächerliche Preise, oder? Also, das ist wirklich gut. Du kannst mal die Kamera hochheben. Hochheben? Wo heißt der? Weißt du? Ah, der weiß man, wie du auch putzt. Erstens mal im Nachmittag hat er sich in meine Wohnung geschlossen und alle Gläser putzt und kochen. Ja. Und man sieht auch, er schafft es auch sauber. Das ist wie ein guter Handwerker. Also der gute Handwerker erkennst du erstens daran, dass er nachher tot. Und zweitens, dass du nicht aufhören musst, oder? Er macht alles. So ist gut. Also, wir sind langsam hungrig da. Es geht bald los. 10 Minuten wird angerichtet. Ja. Hingerichtet. Nein, hingerichtet. So. Jetzt der letzte Akt, oder? Jetzt kommt die Schöpfkelle. 5 Teller brauchen wir. Abstellen. Jawohl. Abstellen wir mal. Alles abgestellt. Ja. Jawohl. Ja, mach das, ja. Und dann können wir schöpfen, oder? Und dann gibt es da für jeden ganz feines Essen. Da hinten sind die Leute schon hungrig am Warten. Ich halte es fast nicht aus. Ich habe jetzt da professionell aufgebracht, dass wir den Finger nicht verbrennen mit einem Türchen. Oh, da gehen wir mit rein. Das ist wunderschön. Super schöne Sache. Jawohl, ich tue den überreichen und darum wechsle ich mal die Position. Oh. Oder wo ist schon lang zum Schöpfen? Nein, du kannst auch lieber, du kannst ratzfatz. Ratzfatz geht das? Ja, spannend. Ja, ratzfatz. Ratzfatz, also, ja, spannend. Ratzfatz, rubbel die Katz, ratzfatz. Jawohl. Ist ja gut, oder? Du kannst es mir nachher gerade übergeben, ich gehe mal schnell über, Moment schnell. So, ich bin auch gespannt, wie ihr schmeckt. Wer spielt da heute? Ah, es ist doch Kraftklub. Die kommen zu mir, ich weiß, aus Chemnitz, auch genannt. Ich komme aus Karl-Marx-Stadt. So. Mal, kannst du mir das übergeben? Ich serviere. Wunderbar, danke. Erster Teller noch. So. Tom Schneider. Das sieht gut aus. Jawohl. Meine Freunde, es geht los. Jetzt noch den Tisch aufräumen. Und das nächste, ja. Ja, hast du noch, gell? Ja. Ja, der Wein kommt gerade. Und sofort. Der Ottmar Matthias Wittmannsgruber ist aktiv, ich oder? Ich kann noch eine Zitrone schneiden. Ja, Zitrone gibt es natürlich noch dazu. Jetzt zum Karamell. So. Danke. Also, ich tue noch ein bisschen weiter servieren, Wein und so weiter. Bis zum nächsten machen wir Teil 8. Vielleicht gibt es mal Fisch, wenn jemand Fisch gern kann. Ah, ja. Also, sagen wir mal Tschüss zusammen. Ja. Jetzt, also, jetzt los. Bis jetzt bald, jetzt ja? Los. Okay. Okay.